Willkommen zum 20. Click and Create. Direkt aus dem schönen, verschlafenen Dörfchen Werdenstein. Wir treffen uns heute hier mit einer Quiltspezialistin. Ja, wer das sein mag, das zeigen wir dir jetzt. Schau her, wir sind bei der Buchbinderei Steine. Ich bin da im Atelier von Iva Steiner, auch bekannt unter dem Namen Schnickschnack Quilts and More. Sie ist da hinten am Arbeiten. Komm mit. Hallo Iva. Hallo Katrin. Wow, mega cooles Atelier. Was machst du denn hier alles? Heute arbeite ich an der Q24 und arbeite an einem Kundenquilt. Sonst mache ich eigene Kreationen, Quilts, Auftragsquilts, ja, was so anfällt. Heute werden wir gemeinsam quilten und ja, lass uns an die Arbeit gehen. Ja, gerne. Das heutige Näh- bzw. Quiltprojekt ist dieses Kissen. Weihnachten steht vor der Tür und wir werden Sterne quilten. Was wir sonst noch alles auf diesem Kissen machen, das zeigt uns Iva jetzt. Als erstes werden wir die Quadrate zuschneiden, zusammennähen. Wenn das fertige Top steht, werden wir ans Quilten gehen, werden das auf der Maschine mit dem Rulerfuß und dem Ruler machen, werden hier Sterne reinquilten und anschließend mit dem Obertransportfuß noch die weißen Linien quilten. Damit wir das alles machen können, zeigen wir dir als nächstes, welches Material wir verwenden. Heute nähen wir auf der B97 Plus Anniversary Edition. Wir brauchen einen Quilt-Anschiebetisch dazu, den goldenen Rulerfuß passend zu der Maschine, einen Obertransportfuß sowie den Patchworkfuß. Dazu brauchen wir zwei Nähgarne passend zu unseren Stoffen und was wir sonst noch brauchen, zeigt uns Iva. Zu der Schneidematte brauchen wir noch ein Inchlineal, den Rollschneider, weißen Stoff, farblich passenden Stoff zum Projekt, Volumenvlies und ganz wichtig, nicht zu vergessen, der Ruler für den Rulerfuß. Beim nächsten Schritt schneiden wir die Stücke hier in der Mitte zu. Dazu verwenden wir einen Ombre-Stoff, einen Verlaufstoff. Alle Quadrate werden aus einem Stück Stoff geschnitten, der von hell nach dunkel geht. Dadurch entsteht das wunderbare Muster mit hell und dunkel. Als erstes schneide ich Streifen zu, zwei Stück auf die ganze Stoffbreite, 2,5 Inch breit. Und anschließend werden aus diesen Streifen Quadrate geschnitten, auch 2,5 x 2,5 Inch. Insgesamt brauchst du nur 27 dieser Quadrate. Jetzt sind es insgesamt noch 32. Also kannst du ruhig einfach 5 verschiedene Quadrate jetzt rauspflücken. Am besten mal hell, mal dunkel, dass es dann immer noch einen schönen Farbverlauf gibt. Alle Angaben zu den Maßen werden anschließend am Ende dann auch eingeblendet, damit du eine schöne Übersicht hast. Weiter geht's mit den weißen Stückchen. Dazu schneide ich wieder 3 Streifen an 2,5 Inch breit mit weißem Stoff. Aus dem einen Streifen werden nochmals Quadrate geschnitten mit 2,5 Inch Kantenlänge und mit den 2 anderen Streifen werden Teile geschnitten, die sind 4,5 Inch lang, also Rechtecke. Insgesamt brauchen wir hier 8
4,5 mal 2,5 Inch Rechtecke. Die können wir zusammennehmen und auf die Seite legen. Und aus dem einen Streifen schneiden wir noch 7 2,5 Inch Quadrate. Bernina 97 Plus Anniversary Edition haben wir mit weißem Faden eingefädelt. Wir werden nun noch die richtigen Einstellungen an der Maschine vornehmen. Das erste, was wir ändern müssen, ist der Fuß. Wir werden als erstes den Fuß Nummer 37 verwenden, den Patchwork-Fuß. Das ist ein Dual-Fuß, das heißt, wir können den Dual-Transport aktivieren. Damit wir einen schönen Transport der beiden Stofflagen haben, wenn wir nachher diese Stücke zusammennähen, reduzieren wir den Nähfußdruck um die Hälfte. Und da wir mit einem Geradstich arbeiten, haben wir auch noch die Geradstichplatte eingesetzt. So erzielen wir einen noch schöneren Geradstich. Und wir haben die Stichlänge von 2,5 auf 2 reduziert. Ja, die Maschine ist nun richtig eingefädelt, alle Einstellungen vorgenommen. Es geht nun darum, dass Iva diese Stücke zusammennäht. Sie geht folgendermaßen vor, und zwar näht sie jeweils immer einen Streifen nach dem anderen zusammen. Und das zeigt uns Iva nun an der Maschine. Ich nehme hier jetzt die ersten Teile, lege sie rechte Seite mit rechter Seite aufeinander. Gehe an die Maschine und nähe diese Füßchen breit ab. Wir haben das Patchwork-Füßchen montiert, daher haben wir auch automatisch den 1/4 Inch, den wir brauchen. Nun habe ich alle Streifen zusammengenäht. Jetzt geht es ans Bügeln. Der erste wird nach rechts gebügelt. Der nächste wird nach links gebügelt und das dann im Wechsel. So fällt es uns dann einfacher, das Ganze zusammenzunähen, und die Übergänge werden viel genauer. Wenn nun alle Teile gebügelt sind, alle Streifen, dann wird wieder rechte Seite auf rechte Seite von den ersten beiden Streifen aufeinander gelegt. Und hier haben wir jetzt schön die Nähte gegeneinander gebügelt und können jetzt wirklich die Nähte ineinander rasten lassen, damit wir da einen schönen Übergang bekommen. Ich stecke mir jetzt das mit einer Stecknadel fest und auch beim zweiten Ort, wo es wieder Naht auf Naht kommt, ebenfalls kurz eine Stecknadel stecken. Den Rest kann man dann an der Maschine ausgleichen und gleich festnähen. Jetzt wird hier wieder einmal durchgenäht. Nun sind die beiden Teile zusammengenäht und wie man hier schön sieht, sind jetzt die Übergänge schön punktgenau. Jetzt geht das Teil weiter zu Katrin, die das bügeln wird. Ja, Iva hat mir vorhin erklärt, sie hat ja alles auf eine Seite gebügelt und ich hätte nun einfach direkt einmal alles aufgeklappt und flach gebügelt. Nun gibt es aber diesen Trick, dass ich zuerst die Naht noch einmal bügeln soll. Denn so geht die Naht in den Stoff hinein und es gibt eine viel schärfere Kante. Nun, wenn ich das so gebügelt habe, klappe ich es auf und falte das Ganze oder bügle das Ganze flach mit der Nahtzugabe in eine Richtung. Alles auf dieselbe Seite. Ja, Iva kontrolliert nun, ob ich das richtig gemacht habe. Falls ja, wird es jetzt weitergehen. Alles gut. Tipptopp gemacht. Dankeschön. So,
Nun kommt der dritte Streifen, ebenfalls wieder schön eingerastet, gesteckt, bevor wir weiter nähen. Auch hier wird wieder einmal füßchenbreit durchgenäht. Schon wieder an der Reihe. Ich bügele noch einmal die Naht in die Stoffe und nun in dieselbe Richtung wie vorhin die Nahtzugabe nach hinten. Dieses Spiel machen wir nun mit jeder einzelnen Bahn, bis das ganze Stück zusammengenäht ist. Um das Top fertigzustellen, fehlen nun noch die seitlichen weißen Teile. Dazu werden nochmals zwei weiße Teile zugeschnitten, einmal beide Teile in der Länge von 20,5 Inch, einmal in der Breite von 4,5 Inch und 6,5 Inch. Diese beiden Teile werden wieder rechts auf das zusammengenähte Stück gelegt und einmal angenäht. Auf der anderen Seite genau gleich und auch wieder am Ende zur Seite gebügelt. Das Top ist fertig gepatcht, nun geht es ans Sandwichen. Was ist Sandwichen, Iva? Sandwichen bezeichnet man eigentlich die drei Lagen von einem Quilt. Wir haben das Top, das Vlies und die Rückseite. Beide Teile, Rückseite und Vlies, haben wir jetzt grob schon etwas größer zugeschnitten, legen die Teile nun aufeinander und werden diese Teile jetzt heften. Zum Heften kannst du verschiedene Varianten wählen, die dir am liebsten ist, kannst du nehmen. Wir benutzen heute Sprühkleber, weil es ein kleines Teil ist, aber das machen wir draußen, weil unsere Maschinen sind uns doch fast etwas heilig, ne? Ja, um die Sterne zu quilten, brauchen wir noch eine kurze Vorarbeit. Iva zeigt uns, wie man diesen Stern herstellt. Ich zeige euch das jetzt hier an einem Quadrat. Zuerst werden die Mittellinien eingezeichnet und dann wird mit dem Quilten an einer Ecke begonnen. Das ganze Spiel ist dann immer Ecke, Mitte, Ecke, Mitte. Und das einmal rundherum, bis wir wieder am Ausgangspunkt sind. Ich zeige das. Wir sind hier in der Ecke, gehen zur Mitte, zur Ecke, zur nächsten Mitte, in die Ecke, Mitte, Ecke, Mitte. Und der letzte zum Schließen des Sterns wieder zum Ausgangspunkt. Das Ganze wird nun übertragen auf das Quilt-Top, indem wir hier mit dem Inch-Lineal hingehen. Die Quadrate sind jetzt inzwischen 2 Inch groß, also machen wir die Mittellinien bei einem Inch. Ich habe hier einen Kalkmarker und markiere mir hier einfach kurz, damit ich das einfach sehe, die Mitten. Nun beginnen wir mit dem Quilten. Die Maschine habe ich schon umgebaut. Wir haben jetzt den Rulerfuß dran gemacht. Ich habe den Transporteur versenkt. Ich nehme hier den Nähfußdruck wieder raus auf normal. Stichlänge brauchen wir keine, machen wir selber. Und ich habe die Handschuhe angezogen, damit es einfach besser zum Schieben geht. Ich habe mir hier mein Ruler geschnappt
Und ich habe den gewählt, der hier schon eine angeraute Rückseite hat. Das geht dann einfach auch besser, weil wir den Ruler mit dem Stoff zusammen bewegen müssen, als einer, der unten nur glatt ist. Als erstes gehe ich hin und positioniere mir den Fuß an einer Ecke, an einer Viererecke, wo vier Teile aneinander kommen. Gehe hin, betätige einmal das Fußpedal und hole und noch ein zweites Mal und hole mir den unteren Nähfaden nach oben. So stelle ich sicher, dass ich auf der Rückseite keine Knubbel bekomme. Anschließend versenke ich die Nadel wieder hier in die Einstichstelle. Dann positioniere ich jetzt den Ruler so, dass wir hier zu der Markierung, die wir uns gesetzt haben, 1/4 Inch Abstand haben. Und dann ist es ein Koordinationsspiel zwischen Hände- und Fußbetätigung, damit die Stichlänge ungefähr gleichmäßig gestaltet wird. Wir starten nun mal einfach. Wenn wir an der Ecke angekommen sind, drehen wir jetzt nicht das ganze Stück, sondern wir drehen uns den Ruler so weit, dass wir auch wieder auf die nächste Ecke hin 1/4 Abstand haben. Und nun können wir das Stück wieder zu uns ziehen, immer schön am Ruler entlang, bis wir wieder in der Ecke sind. Und wie wir vorhin aufgezeichnet haben, beginnen wir in der Ecke, gehen in die Mitte, gehen in eine Ecke und nun positionieren wir uns wieder den Ruler mit 1/4 Inch Abstand in die Mitte. Ich nehme den Ruler gerne hinten, damit ich sehe, wie ich entlang fahre am Ruler. Das Schöne am Rulerarbeiten ist eben, dass das ganze Stück nie gedreht werden muss, sondern immer nur der Ruler bewegt sich. Und wenn man große Stücke hat, ist das ganz schön praktisch, als wenn ich hier immer den ganzen Quilt durch die Maschine schieben muss. Nun kommt jetzt die letzte Naht für den ersten Stern. Dann haben wir schon alle 8 Ecken gequiltet. Nun können wir von dieser Position aus den nächsten Stern machen und auch die 3 weiteren. Wenn wir diese haben, können wir den Faden hier wieder abschneiden und hochholen, verknöpfen und vernähen und gehen weiter an eine andere Ecke und machen wieder diese Sterne, die möglich sind. Die Sterne hat nun Iva alle gequiltet. Als nächstes wird sie noch diese horizontalen geraden Linien quilten. Und diese zeichnet sie nun als erstes wieder ein. Genau, dazu benutze ich wieder das Quiltlineal und ein Falzbein oder ein Heramarker oder was ihr sonst so zur Hand habt. Auch wieder hier werden 1-Inch-Linien eingezeichnet. Dazu gehe ich einfach hin und markiere mir hier solche Hilfslinien. Ja, nachdem Iva alles eingezeichnet hat, geht sie wieder an die Nähmaschine und wird diese 3 Lagen von unserem Sandwich mit dem Obertransportfuß zusammenquilten. Der Obertransportfuß hilft ihr dabei, dass sich die 3 Lagen nicht verschieben. Nun sind alle Markierungslinien eingezeichnet, der Obertransportfuß ist eingesetzt, der Transporteur ist wieder aktiviert und die Stichlänge ist nun auf 3,5 eingestellt. Nun können alle Linien, die wir markiert haben, gequiltet werden. Dazu hole ich mir jetzt auch immer wieder den unteren Nähfaden nach oben. Dann habe ich da den Faden schön zum Vernähen am Ende, ohne dass der irgendwelche Schlaufen bildet. Und jetzt können alle Linien schön abgesteppt werden, eine nach der anderen.
Das Top ist nun fertig gequiltet. Mit diesem fertig gequilteten Top kann man ohne große Mühe ein Kissen herstellen. Kissen gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Iva hat sich für die folgende Variante entschieden. Ich habe auf der Rückseite einen verdeckten Reißverschluss angebracht. Der ist ganz einfach zu nähen. Für die Einfassung habe ich ein klassisches Binding gewählt, wie auf einem normalen Quilt. Dazu könnte man aber auch eine Paspel nähen oder einfach gar nichts, einfach ein verstürztes Kissen. Wie man das Ganze näht, das findest du in den beiden Links unten in der Beschreibung. Und wenn du irgendwelche Fragen noch an uns beide hast, kannst du das gerne stellen unten in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib doch uns einen Daumen hoch. Falls du uns noch nicht folgst auf den Social Media Kanälen, mach das bitte. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, das erste Projekt ist fertig. Iva, vielen herzlichen Dank und ja, ich gehe jetzt und packe das Kissen ein. Übrigens, das nächste Click and Create findet bei Muckeli statt. Danke, ciao Iva! Ben Made to create.